Ja, ein herzliches Willkommen zurück zur Biomutant. Ja, ich habe mitgekriegt, dass wir hier trotzdem noch eine Mission haben. Und bevor wir hier loslaufen oder beziehungsweise losfliegen wieder, werden wir diese Mission dann hier auch erstmal erfüllen. Weil wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden. Und diesen Schlüssel müssen wir jetzt hier anscheinend mal gucken, wo der hingehört. Kleinen Moment. So. Ich hatte das falsche Headset auf. ja, und wie wir sehen, sind hier noch ein paar Schätze drin. Wenigstens gibt es eine Aufwandsentschädigung. Medikit. Aha. Okay. Okay. Haben wir hier noch was? Okay, das war's denn. Also dafür war der Schlüssel anscheinend auch gut. So, haben wir denn jetzt noch eine Quest hier? Nö. Hier haben wir dann alles fertig anscheinend erstmal. Ja. Wir haben ja einen Koffer bekommen und ich frage mich halt nur, wo der ist. Naja. Dann gucken wir mal. Nächste Quest, die wir annehmen. Banditenanführer besiegt. Wo ist das? Ach, da. Okay. Findet die Funkenputzler. Die sind da. Finde die Guckkästen. Okay, gucken wir mal. Okay, das wäre jetzt hier in der Nähe. Ja, dann machen wir die hier. Das Gute ist ja, wenn man diese ganzen Punkte hat, man da immer Schnellreisen hinfahren kann oder hinfliegen. So 100. Bei diesen Felsen kommt man sich schrecklich klein vor.
So. Und jetzt kommen wir zu dir. Das war geil. So. Jetzt müssen wir noch ungefähr fast 100 Meter laufen. Da ist ein Eingang, ne? Sieht aus wie ein Eingang. Warte mal. Genau danach hast du gesucht. Du kannst keine Spuren in der Luft hinterlassen, selbst nicht in so dichtem Smog. Ironischerweise wird sie bereits sauberer. Doch das wird nur andauern, solange der Baum des Lebens steht. Du weißt zwar schon mehr über die Welt, doch ab hier ist nicht einmal mehr der Himmel eine Grenze. Okay. Hier müssen wir den Radioaktiven anziehen. Ich glaube, der grüne war ja richtig, ne? Warte mal, wir können das ja testen. Dies ist keine Schlafenszeit. Das ist interessant. Ach du Kacke. Aua. Was ist das denn? Warum müssen wir das nicht sicher machen? Ja. Das war knapp. Das war kritisch. Aber eine von erstmal schon hier stehen. Dein Leben schwindet. Shit. Also wenn wir einen davon schon mal niederstrecken könnten, wäre das schon perfekt. Aber das ist schwer bei sowas. Nimm dich vor Gefahren in Acht. Okay. Bumbunker 9J. Heute baut die keiner mehr so wie Toxanol.
Das ist mehr als eine Fleischwunde. Was ist das denn jetzt, Mann? Das war doch schon eine richtige Taktik. Und warum muss er ausgerechnet da reinspringen? Ey, das ist doch nicht mehr normal. Wenigstens bleibst du hier trocken. Bumbunker 9J. Heute baut die keiner mehr so wie Toxanol. Getan. Ich finde das scheußlich, dass er nicht irgendwie durch die Hitze den Schaden nimmt. Ansatzweise. Sondern wir wirklich hier teilweise kämpfen und er immer noch keinen Schaden nimmt. Ne? Obwohl er ja eher so ein radioaktives Vieh ist. Schauen wir mal. Na komm, geh. Die Hälfte deiner Gesundheit ist Nein. Futsch. Oh, shit, ey. Sag mal, weißt du, die größten Monster von Level 30 kriege ich hier niedergestreckt. Und diese Viecher, die bereiten mir ständig Probleme. Oh, ich könnte kotzen. Nein, also es ist echt zum Kotzen. Hier gibt es kaum Plätze zum Verstecken.
Na, wie fühlt es sich an? So, komm, 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 komm. Wir versuchen mal, wenn es geht, einfach hier durchzulaufen. Warte mal, ich muss mir schnell bloß meinen Anti-Hitze-Anzug wieder anziehen hier. Hauptsache erstmal weg. Das, was wir gefunden, also finden wollten, das haben wir. Besiege Frogo und seine Banditenbande, um die Bude zu räumen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch irgendwas Kleines. Puh, aber was denn? Was machen wir noch? Können wir mal dahin gehen? Der Klang des Nasses ist nie fern. So, dann gucken wir mal, was jetzt in der Nähe ist. Irgendwie noch eine Kiste oder irgendwas?
Dann ist das wahrscheinlich hier kürzer, ne? So. Dann laufen wir mal dahin. Und schauen uns das Ganze mal ab. An. Ich wollte schon sagen, jetzt falle ich gleich runter. Das wäre es ja gewesen. Nachts verschlingt die Dunkelheit alles. Wow, ich dachte schon, das Leben ist vorbei. Das wäre es ja gewesen, ey. Ein seltener Anblick. Koste ihn aus. Die Tierwelt hier steht am Rande der Auslöschung. So wie alle. Schon wieder der Fleischfresser. Nichts scheint seinen Hunger zu stillen. Wenn du nicht eingreifst, ist es um die Zniege. Der Fleischfresser streift umher und macht Jagd auf Tiere dieser Welt. Lass sie nicht zurückdrängen, beschütze die Zniege und vertreibe den Fleischfresser. Geschehen! Machen wir. Ja genau, das Sneaker hilft mir. Das tapfere Sneaker rein. Ja, genau. Er hat keinen Bock mehr. Ach Gott, ist das niedlich. Die Sneaker freut sich. Ein Beginn einer Umarme dein Reittier nicht. Ihr seid keine Freunde. Nee? Sind wir nicht? Aber wir haben ihm doch das Leben gerettet. In diesem alten Haus könntest du ein wenig herumstochern. Tschüss, Sieger. Du musst den Globus drehen. Okay. Moment.
Okay, Moment. Du musst den Globus drehen. Okay. Ah, okay. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ja, und dann würde ich sagen, was das ist mal an dieser Stelle. Gut, komm, dann machen wir die dann durch. Alles in Stücke. So, den haben wir niedergestreckt. Harter Schnitt. Okay. Es geht ums Schicksal. Deins, meins, das der gesamten Welt. So. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Vielen Dank fürs Reinschalten, falls euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn wir uns vorhin ganz schlicht aus dem Kampf zurückgezogen haben. Ja, dann lasst doch das Ganze mir wissen durch ein Däumchen nach oben und gerne auch Feedback und Kommentare in die Kommentare da unten. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, ich hoffe ihr auch und ja, bis bald. Tschüss.